der Toni mit einem Video, in dem ich dir zeige, wie du Ankerlinks auf einer Webseite einsetzen kannst, um zum Beispiel durch eine sehr lange, umfangreiche Seite navigieren zu können. Hier in diesem Beispiel, das ist eine Seite, die hat über 6000 Wörter, ist also riesenlang, und dass man sich da nicht einfach von zwangsläufig von oben nach unten durchscrollen muss und man sich irgendwie auch zurechtfinden kann auf der Seite, habe ich hier im oberen Bereich ein ja, internes Menü erstellt. Hier Nescafé Dolce Gusto Maschine Inhaltsübersicht. Und dann habe ich meine weiter unten folgenden Überschriften quasi als Menüpunkte hier aufgeführt. Und kann dann, jetzt wenn ich hier auf Dolce Gusto Maschine Circolo klicke, genau zu dieser Textstelle oder zu diesem Abschnitt weiter unten auf der Seite gelangen. Und dann am Ende dieses Textes habe ich dann auch wieder die Möglichkeit, wieder zurück nach oben in diese Inhaltsübersicht zu gelangen. Und wie man das genau macht, das zeige ich dir in diesem Video. Grundsätzlich sind das zwei Codes, die wir brauchen. Das ist mal der eine Code, den wir dort einfügen, an der Stelle, wo der Link erscheinen soll. Und dann definieren wir dann auch, wohin dieser Link führen soll. Das wird also so damit mit diesem Code bewerkstelligt, also AHREF, dann mit dieser Raute Name des Ankers, also da sagt man wieder, wie dieser Anker heißt, und dann der angezeigte Text, das muss nicht zwangsläufig derselbe sein, das kann derselbe Text sein. In meinem Fall jetzt hier ist es nicht derselbe. Moment, ich zeige das hier. So ist es. Der Name des Ankers heißt oder ist Dolce Gusto Maschine Circolo und der angezeigte Name ist Nescafé Dolce Gusto Maschine. Also der angezeigte Name heißt Nescafé Dolce Gusto Maschine Circolo. Das ist der Name, der angezeigt wird. Also so wie der Link hier geschrieben ist. Das ist dieser Teil hier, zwischen den Spitzenklammern. Und dieser Teil hier, von der Raute, vom Rautezeichen bis zum Schlusszeichen hier, das ist der Name des Links. Genau. Und jetzt muss ich natürlich an der Stelle, wohin dieser Link führt, den zweiten Code einfügen, das ist dieser hier mit A Name gleich. Und jetzt bei A Name gleich, hier zwischen die Anführungsstriche, da kommt jetzt genau dieser Linkname, den ich hier oben habe, der muss auch hier wieder zwischen die Anführungsstriche rein. Genau dieser Name. Genau diese Schreibweise. In meinem Fall ist hier auch wieder mit Bindestriche dazwischen, mit dem Bindestrich dazwischen. Dann funktioniert das nämlich, dass wenn ich hier drauf klicke, dass ich nämlich hier genau dort lande. Jawohl. Und das schauen wir uns gleich mal im Dashboard an. Ich bin jetzt auf dieser Seite und also im Editor drin. Und zwar nicht auf der visuellen Ansicht, sondern in der Textansicht. Das ist wichtig, dass wir hier also HTML-Codes eingeben können. Und jetzt in meinem Fall, hier habe ich die Übersicht, Nescafé Dolce Gusto Maschine Inhaltsübersicht. Also das hier und hier sind meine Menüpunkte. Also, das ist jetzt also in meinem Fall der dritte Punkt, nennt sich hier AHREF. Raute, Dolce Gusto, Maschine, Circolo, genau diese, wie wir es hier gesehen haben, genau dieser Code, der steht dort, damit eben dieser Link so angezeigt wird. Okay, das ist das. Und jetzt, dass das an die entsprechende Stelle dann auch verlinkt wird, also dorthin gesprungen wird, wenn jemand auf den Link klickt, da
schauen wir uns hier mal in einem anderen Tab an. Da bin ich auch wieder im Editor, einfach an einer anderen Stelle. Und zwar hier ist der Code A Name gleich Dolce Gusto Maschine Circolo. Das ist also quasi das Ziel dieses Links, ist hier. Und zwar habe ich dann unmittelbar vor dieser H3-Überschrift Nescafé Dolce Gusto Maschine Circolo eingefügt. Dorthin. Also, ich klicke auf diesen Link und hier ganz wenig nach oben, hier ist meine H3-Überschrift Nescafé Dolce Gusto Maschine Circolo und genau hierhin springt, weil unmittelbar vor dieser H3-Überschrift, jetzt in meinem Fall, habe ich den Code eingefügt, wie du hier siehst. Das ist meine H3-Überschrift und unmittelbar hier ist dieser Code drin. Genau. Das ist die eine Sache. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt unterhalb dieses Artikels wieder zurückspringen will, in die Übersicht, da ist das Video und jetzt hier kommt der Link zurück nach oben. Das wird mir so angezeigt. Das ist also der angezeigte Name. Jetzt schauen wir uns das genau hier auch noch an. Scrolle etwas nach unten. So, da hier kommt das Video, genau. Und hier steht AHF, Dolce Gusto Maschine Start, zurück nach oben. Das ist also wieder mein Link. Und also diese kryptischen Zeichen da, plus GT und so weiter, das sind die Spitzenklammern hier in meinem Fall. Das sind diese drei Spitzenklammern. Also die Sonderzeichen, die da so skriptisch aussehen. Aber wie gesagt, das ist hier genau unterhalb des Videos, kommt also mein Link zurück, also kommt dieser Code für wieder zurück nach oben, genau an dieser Stelle rein und dann ist wieder genau nach diesem Muster aufgebaut, Name des Ankers und dann der angezeigte Text zurück nach oben in meinem Fall. Ich habe diesen auch noch einfachheitshalber mal hier unten reinkopiert. Es ist also nach demselben Muster aufgebaut wie hier oben. Also der Name Dolce Gusto Maschine Start jetzt in meinem Fall. Das ist der Name des Ankers und angezeigt wird zurück nach oben. Also dann kann ich prinzipiell an jeder Stelle, wo ich wieder zurück in diese interne Inhaltsübersicht zurück möchte, dann füge ich überall einfach nur noch diesen Code rein. Muss ich mir einmal erstellen und dann kann ich den einfach immer mit Copy-Paste dort einfügen. Und jetzt, dass ich natürlich wieder oben in der Inhaltsübersicht lande, dann muss natürlich eben auch dort, genau an dieser Stelle, bei der Inhaltsübersicht, A Name gleich Dolce Gusto Maschine Start eingefügt sein. Das sehen wir hier auch. Hier Nescafé Dolce Gusto Maschine Inhaltsübersicht und unmittelbar vor dieser Inhaltsübersicht steht A Name Dolce Gusto Maschine Start. Das kann es von mir aus bei dir sein, meine Domain XY Start, je nachdem, oder Inhaltsübersicht. Das kann es sein. Dolce Gusto Maschine Inhaltsübersicht kann hier stehen. Das ist dann egal, was du hier schreibst. Es ist einfach wichtig, dass das, was du hier als Ziel definierst, eben auch hier entsprechend dasselbe hier drin steht, also nach dem Rautezeichen bis zum Schlusszeichen. Das ist dann genau dieser Name, der auch hier drin ist. Das muss einfach wieder übereinstimmen. Genau. Und wenn wir das hier wieder praktisch anschauen, ich klicke hier zurück und lande genau hier oberhalb dieser Überschrift. Genau. Gut. Soweit in Ordnung. Das ist jetzt natürlich an einer Seite gezeigt, wo das schon eingebaut ist, aber du kannst es auch ganz einfach in eine Seite einbauen, nachträglich. Da habe ich mal einen Test-Account, da ist eine Beispielseite drauf. Wir schauen uns das gleich mal
im neuen Tab an, wie die ausschaut im Moment. Und da möchte ich jetzt auch eine interne Verlinkung nach diesem Schema, nach diesem Prinzip einbauen. Testseite muss ich diese nehmen. So, jetzt. Das ist auf der Testseite, bin ich jetzt drauf. So. Moment. Ich muss das mal schnell schauen. Aktualisieren vielleicht nochmals. Nein, das ist die Beispielseite. Okay, da bin ich auf der. Da. Dann stimmt es dann schon. Okay, das ist die Beispielseite, genau mit diesem Text hier. Genau, hier ist der zweite Teil, eine Überschrift noch. Genau, okay, da können wir das jetzt einfach mal 1:1 durchspielen. So, also ich sage jetzt mal, ich möchte hier, bevor da dieses Zitat anfängt, das macht nämlich keinen Sinn natürlich logischerweise, aber es ist ja hier auch nicht viel Text drauf, aber ich sage jetzt, hier möchte ich Inhaltsübersicht eingeben, anzeigen lassen. Inhaltsübersicht, genau. Okay. Und dann durch der, es wechsle ich hier natürlich wieder auch in den HTML-Editor, in die Textvariante und Inhaltsübersicht. Hier, da habe ich noch ein Leer. Hier machen wir das so. Okay, und jetzt kommt also hier mein Code mal rein. Den nehme ich gleich mal so, wie er hier ist. Nehme den mal so rüber. C. Füge den hier ein. Dann mache ich noch einen zweiten und einen dritten Menüpunkt zum Beispiel. Okay. Das wären dann meine drei Menüs. Und jetzt schaue ich mal was auf der Seite mal an. Das heißt, das eine Mal soll er hier an diese Stelle verlinken, hier auf dieses Hallo. Okay. Was tun wir jetzt? Also dieser Link nennt sich jetzt, ich sage es hier einfach mal, weiter zu Hallo. Und der angezeigte Name oder der angezeigte Text, nicht der Name. Der Name habe ich jetzt da drin, weiter zu Hallo. Und das, was angezeigt wird, ich kann es hier zum Beispiel nur hier klicken. Zum Beispiel eingeben. Okay. Also. Und jetzt muss ich natürlich an der Stelle, hier kommt das Hallo. Also muss ich genau unmittelbar vor diesem Hallo, muss ich ja das Linkziel einfügen, wohin dieser Link führen soll. Das wäre dann also dieser Code. Den kopiere ich mir auch und füge den jetzt vor diesem Hallo ein. Und jetzt ist es natürlich, muss der richtige Name dort drin sein. Also hier das, was nach der Raute ist, bis zum Anführungsschluss, also bis zum Schlusszeichen, kopieren. Das markiere ich mir hier auch und füge das hier ein. Also, weiter zu Hallo. Ich aktualisiere jetzt. Diese Seite aktualisiere ich jetzt auch. Ich mache das Ganze noch etwas größer. Zoome etwas rein, damit man das besser sieht. Genau. Also ich habe jetzt meine Inhaltsübersicht. Hier ist mein Link, hier klicken. Die anderen sind natürlich jetzt logischerweise
sind die jetzt natürlich auch so drin, weil ich habe jetzt halt einfach mal drei eingefügt, weil ich sagte, ich will drei Links machen. Aber du machst natürlich nur immer so viele, grad wie du bearbeitest. Ich klicke mal hier drauf und wo lande ich? Ich lande genau an dieser Stelle, wo das Hallo beginnt, also gerade unmittelbar darunter. Jetzt schauen wir uns das gleich mal so an. Es war jetzt etwas weit oben. Ich gehe hier in die visuelle Ansicht und dann sage ich jetzt, hier ist mein Anker, den siehst du hier. Und jetzt mache ich hier noch eine Leerzeile rein, genau so. Hier ist also mein Anker. Mache eine Leerzeile rein, damit das etwas weiter nach unten kommt. Ich aktualisiere die Seite noch einmal. Auch hier in der Ansicht der Seite aktualisiere. So. Genau. Also ich klicke jetzt hier auf hier klicken und wo lande ich? Ich lande genau hier, hallo, tagsüber. Er springt also jetzt genau an diese Stelle hin. So. Also wieder im Dashboard, wieder auf die Text, in den Texteditor rein und zwar im Textmodus. Also der erste Link ist gesetzt und jetzt geht es hier um den zweiten. Den möchte ich an diese Stelle setzen. Hier ist der zweite Teil. Also, dann nenne ich hier diesen Link. Teil 2 und der angezeigte Name, so sein, ist in meinem Fall, oder der angezeigte Text, sorry, hier klicken zum Teil 2. So. Okay. Und jetzt muss ich natürlich. Also das ist wieder der Link. Also wir machen nachher keinen dritten mehr, darum nehme ich den mal weg. Okay, das ist also der Name dieses Links. Und jetzt muss ich aber an der Stelle, wohin geführt werden will, muss ich natürlich wieder diesen Code einfügen. An der Zielstelle. An der zweiten Zielstelle. Also, hier ist der Teil 2, also mache ich hier eine Leerzeile rein, also unmittelbar vor dieser Überschrift, hier ist der zweite Teil, füge ich jetzt wieder diesen Code rein, aber da muss natürlich etwas anderes rein wieder, da muss der entsprechende Linkname und der ist bei mir. Dieser erste Teil hier, also Teil 2 nennt sich der jetzt. Also der Teil unmittelbar nach der Raute bis zum Schlusszeichen, bis zu den Gänsefüßchen. Genau das muss hier zwischen die Anführungsstriche rein, Teil 2. So, wir aktualisieren, gehen auf die Seite und aktualisieren diese. Auch. So, das sind jetzt meine beiden Links. Hier klicken, da, ich nehme jetzt mal diesen, hier klicken zum zweiten Teil. So, genau, jetzt lande ich genau unmittelbar dieser Überschrift Teil 2. Genau hier lande ich. Siehst du? Teil 2, genau unmittelbar unter dieser Überschrift lande ich. Genau. Jetzt möchte ich aber hier unten wieder zurück nach oben. Okay, kein Problem, das fügen wir ein. Haben wir doch diesen Code. Wohin verlinkt werden soll, zurück nach oben, den nehme ich doch. Gehe
gehen wir ins Dashboard, und zwar jetzt, sage jetzt da hier genau zu unters vom zweiten Teil, zwar direkt hier kommt dieser Code rein, AHRF, zurück nach oben soll angezeigt werden, und hier natürlich nicht Dolce Gusto Maschine, sondern Test Seite Inhaltsübersicht. So. Genau. Testseite Inhaltsübersicht ist der Name dieses Links und angezeigt werden soll zurück nach oben. Also, was wir brauchen, das ist dann dieser Linkname. Den kopiere ich mir, gehe jetzt nach oben und zwar hier. Hier oben muss dann dieser Link rein. So. Der muss jetzt aber anders aussehen, mit A Name gleich. So, der muss dann nach diesem Schema muss der aufgebaut sein. So. Ich mache das jetzt einfach mal so. Da rein. Okay. Und dann ist dieser Teil. So, will er jetzt nicht die Inhaltsübersicht, so, den kopiere ich mir, kann hier löschen, okay, also hier, wo jetzt Dolce Gusto Maschine Start steht, an dieser Stelle muss jetzt also Testseite Inhaltsübersicht, und zwar unmittelbar vor der Inhaltsübersicht. Also du siehst, hier unten habe ich ja genau Testseite Inhaltsübersicht. Zurück nach oben steht dann dort. Und an der vor der Inhaltsübersicht muss also genau, das ist das Ziel, Annahme gleich, Testseite Inhaltsübersicht. Ich aktualisiere, gehe auf die Seite, aktualisiere diese auch. Zurück nach oben steht hier. Wunderbar. Ich klicke auf diesen Link. Und lande genau hier oben. Zwar unmittelbar unter diesem Titel Inhaltsübersicht. Nochmals, bin hier unten, klicke nach oben, genau. Und da bin ich wieder in der Inhaltsübersicht mit meinem ersten Menüpunkt, mit meinem zweiten Menüpunkt, genau. Ich kann auch dann hier vom ersten Abschnitt, dort kann ich dasselbe natürlich auch machen. Da kann ich jetzt quasi zurück nach oben, das AHRF zurück nach oben, das bleibt sich jetzt ja gleich, das muss ich nicht mehr anpassen. Das kann ich jetzt an jeder Stelle, wo ich auf diese Seite zurückspringen möchte, kann ich das einfügen. Ich kopiere mir das und füge das ein. Hier eine Leerzeile. Also hier fängt ja der zweite Teil an, und bevor dieser zweite Teil anfängt, möchte ich vom ersten quasi wieder zurück in die Inhaltsübersicht, kann das wieder aktualisieren, auch die Seite aktualisiere ich. So, jetzt haben wir das fertig erstellt. Also das ist meine Beispielseite hier mit der. Also das wird, die Inhaltsübersicht, die würde ich so auf jeden Fall irgendwie im oberen Teil mal machen, nicht zu oberst, aber irgendwie nach dem ersten Teil, nach der Einleitung quasi irgendwo, dann diese interne Übersicht machen mit den entsprechenden Links, wie wir es hier haben. Das ist dann der erste Teil, dann lande ich ja hier. Der geht hier bis hierher, viel Spaß, und dann kann ich hier wieder nach zurück, nach oben springen. Und hier lande ich dann nachher direkt im zweiten Teil und kann hier auch wieder nach oben springen. Und so weiter. Also das kannst du dann an beliebigen Stellen so einfügen. Okay, ich hoffe, das hat dir soweit mal hilft dir das weiter. Und du kannst da die Navigation auf deiner Longtext-Seite
vereinfachen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.